Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist kurz vor 7. Ich sehe noch total verschlafen aus, weil ich gerade eben vor 2 Minuten aufgewacht bin. Ich würde euch ganz gerne mal heute meine Morgenroutine mal zeigen. Das habe ich schon lange, lange, lange nicht mehr gemacht. Und ja, es ist wie gesagt kurz vor 7. Er startet heute zur zweiten Stunde, das heißt, ich muss ihn um 7:30 wecken. Normalerweise stehen wir oder ich ja so gegen 6, kurz nach 6 auf. Und ja, heute hat sich alles ein bisschen verschoben, aber im Grunde bleibt eigentlich alles beim Gleichen. So, draußen wird es langsam hell und ich werde jetzt einmal ins Badezimmer gehen und mich frisch machen erstmal. Genau, also ich würde sagen, los geht's. Und eigentlich bin ich total müde, wo wir gestern eigentlich gar nicht so spät im Bett waren. Das war, glaube ich, gegen 10:30 oder so. Trotzdem hatte ich heute meinen Wecker ausgemacht und bin nochmal eingeschlafen. Na gut, ich würde sagen, ich gehe jetzt einmal ins Badezimmer und mache mich mal erstmal frisch. Schnucki ist auch schon auf. Er sitzt hier schön im Sessel. Das ist immer, das Licht bitte wieder auf. Das ist immer so seine Morgenroutine. Also meine normalerweise... Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Ja. Meine Morgenroutine ist, dass ich hier immer in Ruhe warte, bis ihr alle fertig seid. Also er wartet auf uns, genau. Also ich werde jetzt erst einmal unser Bett machen gehen. Und normalerweise mache ich die Fenster alle auf. Meine Schnucki hat es aber heute gemacht. Je nachdem, wer von uns als erstes immer irgendwie kommt. Und auf jeden Fall geht es jetzt mal ans Bett machen. Aus. Vielleicht wird das Wetter heute ja gar nicht mal so schlecht, wie wir das vorher gesagt haben. Nun ist er frühstücks dran, er schläft ja noch 10 Minuten. Ich werde ihm eine halbe Banane klein schneiden, ein bisschen Gurke und ein Leberwurstbrötchen. Und dann gibt es einen kleinen Schuss Zitronensaft, Vitamin C und einmal Wasser. Thank you.
Guten Morgen. Hm. Aufstehen? Hm. Halb acht? Mhm. Mhm. Frühstück ist fertig. Ash checkt jetzt sein ISurf ab und er hat heute nur 3 Stunden. Ich werde jetzt unter die Dusche springen und mich komplett fertig machen. Das heißt mit Schminken und Co. Und in der Zeit kann Ash halt frühstücken. So, ich bin jetzt hier fertig mit der Dusche. Meine Haare habe ich jetzt heute nicht gewaschen. Die habe ich jetzt einfach mit dem Trockenshampoo und einfach eingesprüht und meinen Pferdeschwanz dann ein bisschen ordentlicher gemacht. Mich schon mal angezogen und jetzt möchte ich mich gerne mal schminken. Make-up habe ich aufgetragen und zwar ist das dieses hier. Schaut mal, das ist von Maybelline. Das zeige ich eigentlich immer ganz oft, weil es auch öfters mal nachgefragt wird. Genau, so sieht es aus. Die Nummer ist 040. Dann komme ich einmal zu meinem Blush. Das wird jetzt einmal auf die Wangen aufgetragen. Es ist so stürmisch draußen heute bei uns. Wieder mal. Das ist so typisch Herbst hier im Norden. Dann habe ich hier einmal mein Labello, so Lipgloss. Schmeckt total gut. So, und jetzt werde ich einmal die Augen schminken, einmal mit Catrice Lidschatten und mit diesem Pinsel, den habe ich von meiner Schwester geschenkt bekommen, mit dem trage ich das einfach mal auf mein Augenlid auf. Er hält auch den ganzen Tag. Also ich finde generell, Lidschatten muss nicht so teuer jetzt sein. Also man zahlt ja irgendwie 3 Euro oder so, glaube ich, dafür. Gibt natürlich wesentlich teurer und er hält wirklich ganz gut. Und ich finde, bei diesem Lidschatten ist es so, dass die Augen so ein bisschen mehr leuchten. Ich weiß nicht, was ihr so benutzt, aber bei dem bin ich immer ganz, mit dem bin ich ganz zufrieden. Dann kommen wir einmal zum sozusagen so Kajal. Das ist von Essence, habe ich in Silber. Da gibt es auch in verschiedenen Farben. Und das trage ich halt hier eben unten auf. So, fertig. Jetzt kommt nur noch einmal die Wimperntusche. Die Wimperntusche ist meine Lieblingswimperntusche. Das ist diese hier von Banana Beauty und Volume Up. Die kaufe ich nach Möglichkeit im Angebot, ansonsten ist sie mir einzeln zu teuer. Kostet irgendwie was bei 27 Euro oder so und das ist mir zu viel, definitiv für eine Wimperntusche. Ich meine, gut, die hält lange und die ist wirklich super, weil sie die Wimpern auch tatsächlich ein bisschen länger macht und ein bisschen mehr Volumen ist drin. Aber wie gesagt, also ich bin da nicht so jetzt. Also ich möchte für Kosmetik-Sachen nicht unbedingt so viel Geld jetzt ausgeben. Also es gibt natürlich Wimperntusche, habe ich schon bei Douglas geguckt. So teuer, über 30 Euro, 38 Euro oder so. Geht bestimmt noch teurer. Und, aber die habe ich halt eben, wie gesagt, im Angebot geholt. Die haben öfters mal Prozente und da kann man das gerne machen. Ich bin jetzt hier soweit komplett fix und fertig, sodass mein Schnucki hier ins Badezimmer gehen kann und sich frisch machen kann, beziehungsweise sich fertig machen kann. Und er hat sich nämlich zwischendurch auch schon an den PC gesetzt. Das war immer so, er sitzt ein bisschen erstmal am Sessel und dann setzt er sich an den PC, weil er da schon entweder ein Video anfängt zu schneiden oder sonst, wie gesagt, irgendwie was anderes noch guckt. So, für mich geht es jetzt einmal an Ashs Bett. Ash ist am Frühstücken und ich mache jetzt hier schon mal sein Bett. Dann später wollen wir eine Runde spazieren gehen, also jetzt, wenn er schnell weg ist. Unsere Morgen-Walking-Runde sozusagen. Und bis dahin möchte ich gerne alles fertig haben. We'll be right back.
Esszimmer ist jetzt auch fertig. Und jetzt wird er los. Fahrrad muss raus. Und er hat nicht alles geschafft zu essen. Gurke, Banane. Aber nur Banane kann ich auch essen. Ich weiß nicht, wie es bei euren Kindern ist, aber Ash hat morgens nicht unbedingt Hunger. Jetzt habe ich ihn quasi mehr oder weniger immer gezwungen, wenigstens ein bisschen zu essen. Und genau, deswegen schreibt mir gerne mal, wie es bei euch so ist, ob die Kinder gleich morgens frühstücken. Also ich kenne das von früher auch, dass ich ohne Frühstück gar nicht losgefahren bin, weil es gar nicht ging, weil mir dann auch immer ohne was zu essen halt ein bisschen übel wurde. Und deswegen habe ich morgens gefrühstückt. Bei Max war es genauso. Und Ash sagt, ich bin sowieso in 3 Stunden wieder da. Er hat jetzt im Moment halt nicht so einen Hunger, aber trotzdem jetzt ein bisschen gegessen. Genau, also jetzt geht's an Ashs Verabschiedung. Er fährt jetzt nämlich zur Schule. Ash ist startklar. Ciao. Viel Spaß. 3 Stunden nur noch heute, ne? Ja. Bis später. Ciao. Ciao. Ich habe schon angefangen, den Tisch zu decken. Aber mein Schuki macht sich jetzt fertig und wir gehen halt eine Runde spazieren. Dann habe ich mir schon mal meinen Teebecher soweit fertig gemacht. Und zwar mit dem Pfefferminztee. 1 Teelöffel Honig und genau. Also soweit ist alles hier vorbereitet, dass wir es mal losmarschieren können. Mein Schnucki bekommt heute zum Frühstück seinen Quark. Das heißt, da sind Haferflocken drin, Apfel, ich glaube, ich hatte da sogar Erdnüsse, etwas Sonnenblumenkerne und Leinöl drin und ein paar Rosinen. Normalerweise mache ich es morgens auch, allerdings hatte ich das ja quasi für 3 Tage schon im Voraus alles fertig gehabt. Und er hat heute das letzte Glas sozusagen zum Frühstück. Es ist mittlerweile 8:30. Ich habe jetzt die Zeit genutzt und habe nochmal durchgesaugt überall. Mein Schnucki ist gleich fertig, dann können wir spazieren gehen. Und gerade eben habe ich mit Max geschrieben und er hat gesagt, morgen kommt ihr erst wieder, weil der Arbeitstag erst morgen. Also morgen geht auch erst Arbeitstag, das heißt, die haben quasi von Montag bis Samstag und also kommen die nicht heute zurück. Ich habe mich nochmal ganz kurz hingesetzt, da mein Schnucki noch nicht aus dem Bad raus ist und mache einen Insta-Eintrag. Mache ich meistens morgens, wenn ich ein Bild habe und genau. Und wie gesagt, und da checke ich auch nochmal durch, wer was geschrieben hat und aber meistens, wie gesagt, eigentlich ist es meine Nachmittagsaufgabe mit durchchecken, wer was geschrieben hat. Nur, heute habe ich gesagt, ich habe jetzt Zeit und habe ich nochmal schnell überflogen bei Insta. Und naja, also auf jeden Fall mache ich jetzt nochmal ganz kurz nochmal diesen Eintrag und wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin startklar. Ich hatte gestern das erste Mal meine Winterstiefel rausgeholt, weil es draußen so nass war und ich schon in meinen Schuhen nass geworden bin. Den Mantel habe ich jetzt auch rausgeholt, den habe ich von euch oder habe ich mal erzählt in dem Video von Primark, dass ich so einen Mantel habe. Habe ich noch gar nicht angezogen, habe ich letztes Jahr gekauft irgendwie. Aber auf jeden Fall finde ich jetzt passt ganz gut dazu und der Schal ist von Primark im letzten Mal. Also, los geht's nach draußen. Der ganze Sturm bringt mich hier ganz, ganz viel Laub teilweise. Aber es bringt jetzt nichts, irgendwo was einzusammeln, weil es eher nochmal nachkommt. Wir sind jetzt draußen. Es ist so schön, schöne Morning. Frische Luft. Ich spreche dir einfach mal, ich rede dir mal ins Wort. Morning Walking bei dir? Mhm. Du hast mir mein Thema geklaut. Mein ewig langweiliges Thema. Ich meinte mein ewiges Thema. Also Morning Walking. Aber das gibt es denn bei mir auch gleich auf meinem Kanal. Warte mal, wann kommt dein Video hoch? Wann lädst du das hoch? Morgen. Ach, übermorgen. Also bei mir gab es das denn schon vorgestern. Jedenfalls, es ist so schön, vor allem trocken, soll auch trocken bleiben, habe ich gerade geguckt. Und wir gehen jetzt eine Runde hier einfach mal ein bisschen durch den Wald. Und das ist total schön. Jetzt muss ich Guck sich mal abnehmen. Einer an, wie mein Schnucki aussieht hier. Voll schickimicki. Wo willst du hin? Ich? Hast du das nur für mich gemacht? Nein, für mich. Oh, ich liebe dich so sehr. Nee. Und jetzt kommt eine der begehrten Naturaufnahmen von meinem Schnucki. Und zwar vom Mississippi. Du musst jetzt rüberschwenken. Mach ich. Hast du mich erschreckt? Von Adrian. Ja, du fällst ja nur selber halb um hier. Oh Mann. Ihr Lieben, wir sind gerade hier
an so eine Pferdekoppel vorbeigegangen und uns ist aufgefallen, dass da so ein komisches Ding steht und wir wissen nicht, was das ist. Ich drehe mal ganz kurz mal die Cam. Schaut mal, was ist das? Dieses Weiße da, die Glocke mit irgend so einer Kugel. Ich habe gerade bei Insta so eine Umfrage gemacht, was das ist. Vielleicht könnt ihr mal schreiben, wann ihr das wisst. Hier liegt schon so viel Laub, das ist krass. Also der Herbst ist auf jeden Fall echt nicht mehr zu übersehen. Wir sind zu Hause, haben diese Schritte hier geschafft. Stück und ich sitzen am Frühstückstisch. Es gibt, ich habe hier zwei Wraps mit einem Spinataufstrich. Auf dem anderen ist Käse drauf, ein paar Tomaten, Rührei und dann habe ich noch eine Kiwi gleich als Nachtisch. Mein Schnucki ist. Bei mir gibt es Porridge, das habe ich schon weggeschnackelt, aufgegessen. Und jetzt noch ein bisschen Rührei. Das Ganze ist ja Keto, ne? Also Rührei ist Keto. Genau. Und ich bin ja nun Keto. Und alles, was man durch Keto abnehmen kann, sieht man auf meinem Kanal. Mhm. Also ersten 5 Tage haben bei mir schon 1,5 Kilo gebracht. Krass. Ihr seht mich bald als Hungerhaken. Auf jeden Fall haben wir hier noch frisch gepressten Zitronensaft und vielleicht schaffe ich noch so ein Teilchen zu essen von gestern mit Apfelmus drin. Genau, also guten Appetit. Ich habe eben hier gleich Schiff in der Küche gemacht. Das ist alles fertig. Wir haben gefrühstückt, alles abgeräumt. Ich habe die Deko so ein bisschen vertauscht. Einfach mal was anderes. Einfach hier so raufgelegt. Von Farben her passt das ganz gut. Und einen Blumenstrauß noch dargestellt. Es ist kurz vor 11 und eigentlich sind wir eine Stunde zu spät. Also normalerweise setzen wir es um 10 hin und machen jeweils unsere PC-Arbeit. Manchmal auch einen Tick früher, also kommt darauf an, natürlich wie Ash zur Schule hat, erste oder zweite Stunde. Jetzt bleibt nur noch einmal das Badezimmer für mich zu putzen, bevor ich an meinen Videoschnitt gehe. Das Bad ist jetzt fertig. Ich habe euch jetzt allerdings nicht gezeigt, wie ich die Toilette putze. Das mache ich nie, weil ich selber nicht so gerne gucke. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Clean-Bit-Videos anschaue, möchte ich nicht unbedingt sehen, wie man die Toilette putzt, ehrlich gesagt.
Finde ich mir nicht so cool. Genau, und dieser Bereich ist halt so. Fertig. Es ist jetzt kurz nach 11 und jetzt setze ich mich einmal an meine Arbeit und schneide mein Video. Ja, dementsprechend war es das jetzt mit diesem Video, ihr Lieben. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat und passt auf euch auf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.